Ja, da bin ich mal wieder. Und heute ist wieder was gekommen. Ich habe mir noch mal was geholt. Und zwar muss ich dazu sagen, das sind die Teile, das ist die Filme Streets, Savage Streets. Oh Gott, ich hoffe, dass das richtig jetzt so war. Und einmal Maniac Cop 3. Maniac Cop 3, muss ich sagen, den wollte ich ja schon ganz lange haben. Den ersten und zweiten habe ich bereits auch. Den zweiten noch auf DVD, den ersten mittlerweile auf Blu-ray auch schon. Und wo ich auch sagen kann, dass sich's gelohnt hat. Der erste ist nämlich super aufgemacht nochmal. Und hier den dritten Teil, ja, den hatten sie immer nur bis jetzt als Mediabook, nicht als Emery. Und ich fand das Mediabook ein bisschen teuer. Also da habe ich dann gesagt, komm, da warte ich noch ein bisschen. Ja, und jetzt hatte ich einen Film gesucht. Gesucht? Nein. Gefunden. Gefunden. Und zwar dieser hier, Savage Streets, und mit der Linda Blair. Und der ist ja auch schon ziemlich alt. Und ich hatte den irgendwie überhaupt nicht so richtig mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann ist mir eingefallen, ich hatte den in den 80ern überhaupt nicht gesehen, dass mir der Film dann irgendwie doch entgangen ist. Vielleicht war ich noch zu jung, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall gab es den ja dann irgendwann auch nicht mehr zu kaufen, zu leihen oder sonstiges, weil der ist noch indiziert. Und jetzt habe ich ihn bekommen, sogar als Blu-ray, nochmal neu abgetastet vom originalen Negativ. Das soll Schock Entertainment sein, aber naja, Schock Entertainment. Ich stehe zwar jetzt nichts großartig drauf, das ist so eine ganz komische, ein komisches Label. Riecht zwar so ein bisschen nach Bootleg, aber naja, es ist kein Bootleg. Nein. Es ist offiziell, wird es vertrieben. Ich habe es ja auch schon nachgelesen in der OFD, in der Originalfilmdatenbank, und nein, nein. Und wie gesagt, das ist jetzt hier so in so einem Pappschober drinne. Gefällt mir richtig gut, die Aufmachung. Linda Blair kennen viele bestimmt von euch oder von den Älteren zumindest, also meine Generation, aus den Filmen Der Exorzist. Da war sie natürlich noch ein bisschen jünger gewesen, da war so eine kleine Rotzgöre und hat dann die Leute mit ihren komischen Zeug da angespuckt. Da, ne? Ihr wisst schon. So, und nun ja. Und dann ist sie ein bisschen größer geworden. Einiges größer geworden an einigen Stellen. Und ja, hat sie so diverse Filme gemacht. Und der soll eigentlich relativ gut sein. Ich habe mir sagen lassen, der ist wirklich nicht schlecht. Und 12,99 hat er gekostet. Komm, für die Blu-ray kann man ja nur wirklich nichts sagen. Aber ich sage, nehme ich ihn mit. So, und das andere, wie gesagt, ist Maniac Cop. Kennt auch bestimmt jeder, denke ich jetzt mal. Also Maniac Cop ist ja nicht bekannt. Die Jüngeren vielleicht nicht so direkt, aber so auch wiederum meine Generation kennt ihn. Das ist aus den, ich glaube, noch ach, Ende der 80er, 90er. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Mal gucken, ob man das hier irgendwo erkennen kann. Ja. Wartet mal. Ich gucke nochmal hier drauf. Ja. Nein. Kann man irgendwie jetzt nicht sehr erkennen. Aber wie gesagt, ist ein schönes Mediabook. Ja. Schön so hier mit dem, mit der Blu-ray da drin. Dann so ein bisschen. Für, zum Lesen. Ja. Ja, und dann kommt noch mal die DVD. Ja. Und wie gesagt, dann noch mal die Rückseite, wie gesagt. Und ja, hat, glaube ich, jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube 15 Euro gekostet oder sowas. Auf jeden Fall dann recht billig, weil die diese Mediabooks, also gerade das hier von ihm, hat ganz am Anfang, wo es rauskam, 29 gekostet. Und das habe ich nicht eingesehen. Habe ich gesagt, da warte ich noch. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, den auf dem Schirm gehabt, den wollte ich unbedingt haben. Musste natürlich auf eine bestimmte Summe kommen. Und mit 12,99 konnte ich nichts anfangen. Die wollten, also die verkaufen immer erst ab einem Bestellwert von 15 Euro oder was es war. Und habe ich gesagt, okay, dann suche ich noch einen Film raus. Und ja, Maniac Cop war dann die zweite Wahl. Ja, so. Und von der aus muss ich sagen, war es das eigentlich schon. Ich denke mal, ich weiß ja nicht, ob es jetzt sehr informativ war, aber dass es den jetzt, wie gesagt, gibt, ist limitiert nochmal, das sage ich ganz schnell auch nochmal dazu. Ja. Und wie gesagt, wer ihn haben will, biomedia.de, ich kann es auch nochmal gleich unten reinschreiben, den Link. Das ist ein österreichischer Vertreiber und für 12,99 ist recht billig auf Blu-ray. Und ich hatte den woanders gesehen, da lag der schon zwischen 60 Euro, 40 Euro und für 12,99 und dann nochmal neu abgetastet. Blim, blim. Ne? Daumen hoch. So, und wie gesagt, das war's von meiner Seite aus. Das war mal wieder ein kleines, eine kleine Preview von ein paar Neuheiten. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr es ja reinschauen. Bis dann.